So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Beim letzten Mal haben wir mit Rudy geredet und erfahren, dass die kleine Stadt Good Springs Probleme mit Pulverbanditen hat. Weil die hinter einem Typen namens Ringo her sind. Der soll sich in der verlassenen Tankstelle aufhalten. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Ja, die Sonne geht schon langsam unter. Das müsste sie sein. Poseidon Energy. Sunset Servers Gorilla. Boah, ich könnte jetzt erstmal welche davon trinken. Und hier fängt es jetzt an, sich zu erhöhen. Wenn ich jetzt die Sunset Wars Wohl trinke, müssen wir vorsichtig sein. Das ist ein Süßgetränk. Und da steigt der Durst um 5 pro Flasche. Naja, gehen wir mal rein in die Tankstelle. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nein, ich weiß nicht, wie man Karawane spielt. Ich werde danach auch nicht fragen. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Coppin nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem mit seinen Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Okay, was sollen Sie gegen die Pulverbanditen unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären. Ich frage nur, warum mal Sinn für nicht alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Okay, aber erst nehmen wir uns ein bisschen jung. So, hier haben wir eine Arzttasche. Eine Hefe. Kiste, wo nichts drin ist. Reinigungsmittelkarton. Prügeln aktuell. Das wissen wir auch, warum hier so viel Aufruhr ist. Whisky. Können wir mal in die Kisten hier reingucken. Sonst ist sowas oder? Oh. Salisbury Steak. Ist leer. Und sonst ist sowas oder? Haarklammern, die werden wir auch noch brauchen. Sonst ist sowas Spoiler hat nachgelassen. Aha, 20, Kaliber 20 Patronen. Kernspaltungsbatterie nehme ich jetzt nicht mit, die wiegen auch ziemlich viel. Schmutziges Wasser. So, was haben wir hier? Abrazzo.
Waffenreinigungsmittel. Und Zuckerbomben. Ja, die sehen aus wie kleine Atomsprengköpfe. Ja, gehen wir mal raus. Und dann fahren wir mal rum und es ist dunkel. Ja, was machst du denn da am Fenster? Howdy. Oder ist es dein Haus? Ach ja, schon wieder ein Großhorn. Ah gut, dann ist meistens noch ein Salon. Und die Sipit sitzt ja auch noch. Oh, da ist er. Hallo, bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ja, ein bisschen bleibe ich noch. Ich werde Wingo gegen die Bullen schützen. Könnte Ihre Hilfe brauchen. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpacks springen ließe. Okay, irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschießen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu belassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch feilschen wollen. Mhm. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Okay. Naja. Ich werde warten. Gut, Okay, der Rest ist alles draußen. Hallo. Howdy. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Oh, ja. Da sieht man schon, ich habe nicht genug Sprengstoff. Zu gefährlich. Tut mir leid. Sie jagen sich bloß in die Luft. Oder ihre Nachbarn. Oder das ganze Kaff. Okay. Bis bald. Yep. So, hier ist der Good Springs General Store. Der Gemischtwarenladen. So. Ah ja. Du bist Chet. Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat Sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass Sie sein Haus je wieder verlassen. Oh. Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Okay. Ja, hier könnt ihr auch Informationen über die Waffen und über die Munition kriegen. Dann frage ich mal, erzählen Sie mir mehr über Waffenmods und Spezialmunition. Zu den Waffenmodifikationen gehören Dinge wie Schalldämpfer, Visiere und größere Magazine.
Zur Spezialmunition zählen etwa panzerbrechende Projektile, richten am Ziel selbst nicht zu großen Schaden an, durchschlagen Rüstungen aber leichter. Es gibt auch Hohlspitzprojektile, die den gegenteiligen Effekt haben. Sehr wirkungsvoll gegen ungepanzerte Ziele, aber wirkungslos gegen Rüstung. Okay. Warum ist die Überschussmunition minderwertig? Das ist das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt werden. Okay. Was wissen Sie über die Lage für die Bürger? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Okay. Wissen Sie, was über die Kerle, die ihn angegriffen haben? Der Anführer war ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Er hatte einige Großkarne im Schlepptau, Leibwächter vermutlich. Da sie Gegner der RNK sind, bleiben die Großkarne üblicherweise in ihrem eigenen Territorium, oben im Nordwesten. Ah ja. Waren Sie schon mal in New Vegas? Zweimal. Beide Male habe ich viel Schnaps getrunken und fast alle meine Kronkorken am Kartentisch verloren. Ich glaube, so rum stimmt die Reihenfolge. Wenn Sie jemals nach New Vegas kommen, besuchen Sie unbedingt das Gomorrah. Das beste Casino der Stadt, Sie werden es nicht bereuen. Ein Tipp, benehmen Sie sich. Unter RNK-Feldjägern und den Robotern von Mr. House empfiehlt es sich nicht, auf den Strip Ärger zu machen. Okay. Ich will gerne mehr über Mr. House erfahren. Tut mir leid, ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino, das Lucky 38, aber außer seinen Robotern geht dort niemand ein und aus. Die anderen Casinos halten sich an seine Regeln, also ist er vermutlich der Boss von New Vegas. Soviel ich weiß, legt sich mit ihm keiner an. Ich glaube, der Roboter, der sie aus dem Dreck gezogen hat, gehört Mr. House. Und wenn Mr. House sich um sie kümmert, ist das ja nur gut, oder? Das hört sich schon mal gut an. Gibt es sonst noch, was Sie über die Großkarne wissen sollte? Das sind verdammt harte Kerle. Hart, aber nicht durchgeknallt. Wenn man nichts hat, was sie interessiert, lassen sie einen in Ruhe. Die Großkarne handeln mit illegalen Medikamenten. Die meisten Drogen, die einem so unterkommen, wurden vermutlich von den Großkarnen hergestellt. Okay. Bevor es weitergeht, ich mache auf hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play Fort New Vegas. Bis dann.